Muss man schon sehen. Wie heißt du denn selbst? Paddy links. Von dem Sturm. Auf geht's, HTV, auf geht's! Auf geht's, HTV, auf geht's! Hinten! Das hat jetzt dreimal geklappt, der Kipp wirklich dann an mir dran und dann... Lippe, greif den an und ich laufe auf den zu. Mhm. Wenn man den mal rüberspielt, stelle ich ihn direkt. Ja. Ja. Thank you.
braucht doch einen Wechsel. Ja, komm! Ja. Wieder die 22. Das Spiel endet 3:0 für ATV Leipzig. Darius, dreifacher Torschütze von ATV Leipzig. Ja. Zufrieden? Sehr zufrieden, ja. Erster Hattrick in meinem Leben. Muss mal sein. Gleich zum ersten Spiel. Eure Mannschaft konnte überzeugen. Ja, also hinten war eigentlich die Meisterleistung. Vorne waren wir eigentlich gar nicht so gut, hatten wir ein bisschen Glück. Aber es hat gereicht. Nummer 5 hinten, sehr stabil. Nummer 5 hinten, ja. Stan. Ja, sehr stabil auf jeden Fall. Die Zuspieler haben geklappt? Zuspieler haben geklappt. Schneller abgelaufen? Schnell abgelaufen, die Annahme nicht so, aber hat gereicht. Wie geht's weiter? Ja, jetzt wird der Grill angeschmissen und dann wird das Bier gekippt. Ich wünsche euch, der Mannschaft, Gesundheit und alles Gute. Naja, das ist so. Eine Abkühlung tut aber heute gut. Ja. Henning, Aufstiegsspiel verloren und trotzdem aufgestiegen. So kann es kommen. Schätze mal ein, wie es war heute von euch, eurer Seite. Es war ein sehr anstrengendes Spiel heute. Es war wieder sehr heiß. War sehr laufintensiv von unserer Seite aus und ich muss sagen, heute Kompliment an ATV, die waren einfach besser, haben cleverer gespielt, wollten es glaube ich auch ein Stück mehr als wir heute und haben deswegen auch verdient gewonnen. Ihr habt ATV viel Freiraum gelassen. Ja, die haben freiwillig gut zuspielen können. Ja, die haben sehr gute Pässe aus der Verteidigung gespielt und sind auch sehr gut nach vorne freigelaufen, haben immer die Bälle annehmen können. Wir sind da nicht ganz hinterhergekommen. Ich denke mal, wie gesagt, heute ist eine lange Saison. Es war heute wieder sehr heiß, wir haben schon deutlich bessere Spiele gespielt und es ist schade, dass wir heute nicht unsere Top-Leistung abrufen können, aber das gehört mit dazu und das ist ein lehrreiches Spiel für die nächste Saison. So viel Negatives wollte ich eigentlich gar nicht hören. Ich meine, das war ja schließlich ein Kampf um die Oberliga. Ja. Nochmals Glückwunsch und erholt euch gut und nun erstmal Urlaub. Danke. Tschüss. Ciao.